Herr Professor Olbrich, Sie haben das die Welcome Speech gehalten, so als offizieller Vertreter der Universität des Saarlandes und der wirtschaftswissenschaftlichen und rechtswissenschaftlichen Fakultät. Sie sind Vizedekan an der Fakultät. Was sind denn Ihre Aufgaben? Womit sind Sie betraut tagtäglich? Also ich halte Grußworte auf Konferenzen beispielsweise, organisiere die Examensfeier, nicht alleine, sondern natürlich zusammen mit dem Dekanat und den Mitarbeiterinnen des Dekanates. Kümmere mich um so Dinge wie Hochschulpaktmittel, Kompensationsmittel, Fragen wie Lehrstuhlvertretungen, Lehraufträge. Insbesondere natürlich jeweils mit dem Fokus auf die Abteilung Wirtschaftswissenschaften. Und wir haben jetzt hier eine ganze Reihe von internationalen Dekanen anwesend. Wir werden ja auch noch einiges hören, wie die unterschiedlichen Bereiche oder mit welchen Aufgaben die Dekane betraut sind. Was ist aus Ihrer Sicht denn der Vorteil daran, auch mal einen internationalen Austausch zu haben mit Dekanen aus den unterschiedlichen Ländern? Geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Insofern kann man sich mit seinen Amtskollegen austauschen, wie bei denen die Aufgaben aussehen und vor allem auch, wie das Amt ausgefüllt wird, wie lange man es führt und auch in welchem organisationellen Rahmen, ob man das nun alleine macht als Dekan oder ob einem Kollegen zur Seite gestellt sind, die einem Aufgaben abnehmen und unterstützen, wie den Prodekan, den Studiendekan. Und natürlich auch die Positionierung innerhalb der Aufbauorganisation, die Rolle sowohl zum Rektor als auch zu den Kollegen. Bei uns ist ja nach wie vor das Modell des Primus Inter Pares, über das ich heute auch in meinem Grußwort sprach. Und auf so einer Konferenz lernt man natürlich dann auch, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass es sehr viele andere Konstruktionen gibt, wo es anders aussieht und wo man zum Beispiel ja auch die Rolle des hauptberuflichen Dekans kennt, der es also nicht mal macht für 2-3 Jahre, sondern über eine sehr lange Zeit. Sehen Sie Vorteile darin, wenn Dekane hauptberuflich oder hauptamtlich das Amt ausführen? Nein, ich denke, dass es sehr sinnvoll ist, wenn jeder Kollege dieses Amt für eine gewisse Zeit übernimmt, egal ob das jetzt 2 Jahre sind oder 3 oder 4, und dann zurücktritt in die Linie und dann auch einem weiteren Kollegen die Amtsgeschäfte überlässt. Sie sind jetzt aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Ich denke, in dem Bereich ist es relativ klar, dass man Managementerfahrung hat, zumindest aus theoretischer Sicht in jedem Fall mal. Jetzt gerade, ich sage immer, für Fakultäten, die vielleicht eher in Bereichen liegen, die eben keine Management-Ausbildung haben oder auch nie an der Universität in Management-Vorlesungen waren. Was glauben Sie, was sind die Hürden, die dort zu nehmen sind? Also welche Challenges haben Sie im Hinblick darauf, dass man ja in dem Sinne keine Management-Erfahrung hat, aber plötzlich eine Fakultät leiten soll? Ich glaube gar nicht, dass jetzt Führungserfahrung so wichtig ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Universität kennt, vor allem die Fakultät kennt und dass man ein Vertrauensverhältnis zu den Kollegen aufgebaut hat in der Zeit, als man in der Fakultät mit ihnen zusammengearbeitet hat als Kollege. Und dass es wichtig ist, zu verstehen, wie Fakultäten funktionieren und dass sich daraus dann auch die Kompetenz speist, um dieses Amt 2-3 Jahre durchzuführen. Und was glauben Sie, was in der Zukunft immer wichtiger werden wird für Dekane und Vizedekane? Ich habe die Kristallkugel nicht, insofern weiß ich das nicht, aber ich denke, die Tätigkeit des Dekans und Prodekans und Studiendekans wird in Zukunft ungemütlicher, weil einfach wir die Situation haben, dass die Universitäten sparen müssen und wenn gespart werden muss, dann gibt es Verteilungskämpfe. Und in so einer Situation gibt es Konflikte, mit denen der Dekan umgehen muss. Und das macht es sicherlich in Zukunft anspruchsvoller und
komplexer und schwieriger, dieses Amt zu führen. Dankeschön. Danke.